Hallöchen ihr Lieben, heute gibt es bei mir super leckere Marmorheidesandkekse. Ich zeige euch heute mein Rezept dafür. Die könnt ihr übrigens auch ganz einfach vegan zubereiten. Ja, und wie mein Rezept hier funktioniert und was man dafür braucht, zeige ich euch jetzt. Übrigens in der Infobox habt ihr nochmal alle Zutaten genau aufgelistet. Ja, dann würde ich mal sagen, lege ich jetzt los und zeige euch das Rezept. Viel Spaß beim Zuschauen und Nachbacken. Als erstes kommen in meine Rührschüssel Mehl und Puderzucker. Die gebe ich aber vorher nochmal durch ein Sieb. Nun kommt Backpulver dazu und eine Prise Salz. Das wird jetzt hier einmal in der Rührschüssel verrührt. Mit dazu kommt dann noch die Pflanzenmargarine. Ihr könnt selbstverständlich auch ersatzweise Butter nehmen. Genug mit dem Verkneten. Der Teig sollte bei euch richtig schön weich und geschmeidig sein. So ist er genau richtig. Ja, jetzt müssen wir den Teig einmal halbieren, denn es fehlt ja noch der Kakao und den nehmen wir gleich mit dazu, aber zuvor erstmal den Teig hier runter machen und halbieren. Die helle Teighälfte einfach zur Seite legen. Zur zweiten Teighälfte, da gebe ich jetzt unterrühren den Backkakao mit dazu. Mein Schokoladenteig ist jetzt auch fertig und schaut euch mal diese tolle Teigkonsistenz an. Der ist super, super weich. Wirklich ganz, ganz toll. Beide Teigstücke habe ich nun hier. Werde sie nochmal mit dem Messer halbieren, weil es ist für mich ein bisschen einfacher, mit dem halbierten Teig jetzt zu hantieren, als wie mit dem gesamten Teig. So, wir brauchen jetzt eine helle Teighälfte und eine dunkle Teighälfte und dann mischen wir sie, indem wir die einfach so zusammentun und ja, verkneten. Einfach hin und her kneten, so dass sich beide vermischen. Wenn ihr dann zufrieden seid mit eurer Marmorierung, dann schnappt ihr euch den restlichen Teig und macht genau das Gleiche. Jetzt nehme ich mir beide Teigstücke, mache die hier einmal zusammen. Und roll die zu einer länglichen Rolle aus. Die soll so ungefähr 40 cm lang sein. Das ist hier bei mir in dem Fall genau die Länge hier von meiner Matte. So, und wenn ich das gemacht habe, kommt noch der Zucker. Der wird einfach hier drüber gegeben. Und nun kann ich mit meiner Matte den Teig hin und her rollen in diesem Zucker, sodass der Teig ringsherum mit diesem Zucker ummantelt ist. Damit wir den Teig gleich richtig schön in Scheiben schneiden können, muss dieser Teig einmal in Klarsichtfolie eingewickelt werden und anschließend kommt er so für 30 Minuten in den Kühlschrank. Die Kühlzeit ist nun vorbei und jetzt kann ich den Teig in ca. 1,5 cm breite Scheiben schneiden. Anschließend kommen die Teigstücke auf ein mit Backpapier belegtes Backblech. Achtet bitte darauf, dass zwischen denen ein bisschen Platz ist. Jetzt kommen die Kekse bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 12 bis 15 Minuten auf die mittlere Schiene in den Backofen. Nach dem Backen müssen die Heidesandkekse auf dem Backblech vollständig auskühlen und dann könnt ihr sie endlich probieren. Ich hoffe, sie schmecken euch auch so gut wie mir. Ich liebe sie auf jeden Fall. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr es ausprobiert habt, wie es euch geschmeckt hat. Ich danke euch fürs Zuschauen, bleibt gesund, dann bis zum nächsten Mal bei Jackies Rezeptewelt. Tschüss!